Manchmal stelle ich mich morgens ans Fenster und sag mir, das Erste, was du draußen siehst, daraus versuch jetzt mal ein Lied zu machen. Und meistens geht das natürlich schief und ich lege mich gleich wieder hin. Aber manchmal kommt auch was dabei raus. Zum Beispiel dieses Stück über eine Freundschaft. Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad durch den Regen und den Wind. Man sieht dem Mann und seinem Fahrrad sofort an, dass sie Freunde sind. Kann sein, der Mann und das alte Fahrrad wissen gar nicht mehr wohin. Kann auch sein, dass sie schon seit Jahren nur die gleiche Runde ziehen. Ich glaub, der Mann hat längst ein Rad ab, weshalb er sein Fahrrad liebt. Kann auch sein, dass dies alte Fahrrad diesen Mann eigentlich schiebt. Kann sein, der Mann und auch sein Fahrrad fahren einmal um die Welt. Oder sie schleppen sich zum Schrottplatz, weil an beiden nichts mehr hält. Nein, nein, der Mann, sein altes Fahrrad, grad noch waren beide neu. Und weil es niemals größeren Spaß gab, deshalb leben sie sich treu. Oh ja, der Mann und auch sein Fahrrad, füreinander sind sie jung. Sie üben grad am Nanga Parbat, nehmen für die Steigung Schwung. Trommel, lasst es schneien, die Sonne scheinen und die Jahreszeiten gehen. Seht ihr den Mann mit seinem Fahrrad? Sollt ihr still beiseite stehen? Ihr seht den Kampf und seht die Wahrheit. Ja, setzt ruhig noch was drauf, da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad und die Hoffnung. Das Fahrrad. Vielleicht ist das Rücklicht kaputt. Vielleicht hat das Hinterrad einen Platten. Oh Mann, ausgerechnet das Hinterrad. Aber diesem Mann macht es gar nichts. Vielleicht ist es sogar gerade das platte Hinterrad, das ihn an seinem Fahrrad so besonders gefällt. Die Polizei hält ihn an. Will sehen, ob alles okay ist. Und stellt fest, an diesem Fahrrad ist überhaupt nichts okay. Aber was versteht die Polizei schon von Fahrrädern? Dieser Mann hat sein Fahrrad gefunden. Es ist nicht das, wonach wir alle suchen. Vielleicht steht an der nächsten Ecke auch dein Fahrrad. Schau es dir an. Geh etwas näher ran, vielleicht erkennt es dich. Dann nimm es mit, aber nur, wenn es nicht abgeschlossen ist. Ihr seht den Kampf und seht die Wahrheit. Ja, setzt ruhig noch was drauf. Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad und die Hoffnung hört nicht. Vielen Dank.